Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich bin's, der Kaios, Kevin, Kupfer Kaios. In Avalon bin ich im Schlosshof bereits und ich kämpfe jetzt gegen eine Schwarzkappe. Nein, gegen Flacitus Flatulentius. Ey, ich bin als erstes am Zug. Yes! Das ist wirklich ganz großartig, denn er hat verdammt viele Pips am Start. Und da werde ich mich jetzt direkt mal gegen schützen. Falls er direkt einen Zauber raushaut. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, theoretisch bin ich mit Facecam. Praktisch bestimmt auch. Hab jetzt mal eine ganze Aufnahmesession mit Facecam gemacht. Naja, ich werde wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem wie viel ich jetzt noch aufnehme, einen nächsten, übernächsten oder überübernächsten Folge. Hä? Ich weiß nicht. Einer der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall meine Rückmeldung dazu geben und sagen, ja, war gar nicht jetzt so wild. Oder ich sage, boah, war voll scheiße. War viel zu viel Arbeit. Die Qualität hat viel zu viel gelitten. Naja, das werden wir dann sehen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall sehr gut voran. Die ganzen letzten Folgen, ich bin gut vorangekommen. Bin sehr positiv überrascht. Aber meine Taktik funktioniert im Moment auch einfach, meine Kampftaktik. Aber wehe, wehe, es gibt wieder hier jemanden mit Regeln. Dann ist aber wieder Matthäus am letzten. So, geheilt hat sich hier noch keiner. Wir machen mal Wildfeuer. Angreifen wird mich ja keiner mit Feuer, denke ich mal. Prost! So, damit hat dieses Schwarzkäppchen hier jetzt theoretisch... Ja, das ist jetzt natürlich schmerzhaft, aber den werde ich doch hoffentlich relativ schnell ausschalten. Den Mitgegner. Jetzt habe ich natürlich zweimal Wildfeuer drin. Perfekt. Joho. Wir machen mal auf den eine Feuerfalle. Perfekt. Sie passen. Sie passen den Ball. Täuschen mache ich nur einmal in diesem Kampf. Ich werde mir jetzt wieder ein Schild drauf machen. Wie ich auch jeden Klick hier kommentiere. Ne? Als wenn ihr das nicht sehen würdet. Aber ich muss sagen, die Facecam hält mich tatsächlich so ein bisschen davon ab, ganz einzuschlafen. Also was heißt ganz einschlafen? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Aber ich meine, ich bin müde, wie immer. Halt, warte. Der hat jetzt das. Plus dann gibt es jetzt noch eine Feuerklinge dabei. Dann werde ich den jetzt in der nächsten Runde plätten. Hoffe ich. Wenn ich diesen Angriff nicht verpatze. So. Jetzt gibst du dir Mühe, Kevin. Verpatzt diesen Angriff nicht. Jetzt habe ich Wildfeuer drin, aber ich habe immer noch keine Ifrit-Gold-Karte. Falls sowas mal passiert, dass ich direkt in der nächsten Runde nachlegen kann. Jetzt ist er natürlich nicht drin, war ja klar, war ja sowas von klar. Scheiße. Ach, ist das ärgerlich, oder? Na, dann heile ich mich jetzt ein bisschen.
Salz. Na, wir kriegen das schon noch alles hier hin. Ach. Kritisch. Geil. Sehr schön. Au, oh, geilo. Pff, 600, weißt du? Da muss ich mir auf die Unterlippe weichen, wenn ich sowas sehe. So, da ist der Gegenschlag bereits. Aber der Gegenschlag ist jetzt gerade noch viel zu früh. Wie macht man das? Der mit seinen blöden Sturmangriffen da. Was geht ab? Was geht ab? Du verdammte Wurst. Komm, mach den jetzt platt, Kevin. Ja, Mann, da kann ich mich aufregen. 1, 2, toll. Und der tolle Feuerring ist weg. Mach ihn kaputt, bitte. Ja, es hat gereicht, Gott sei Dank. Mann. Wie ärgerlich. Und ich habe ihm... Was? Macht er jetzt diesen Skelettdrachen? Ist der bescheuert? Aber ich habe dann... Ach, ich habe hier ein Schild drauf. Gott sei Dank. Plus 40, minus 70. Gut. Ach, und Rundenzauber. So. Toll, echt. Bin ich jetzt gar nicht begeistert von. Ich hatte mein... Boah, 300 zieht er mir ab. Du Halunke, du. Jetzt habe ich zweimal Anfachen hier drin. Mann, oh Mann, Mann. 400. For the win. Naja. Sollte ich verlieren und nochmal den Kampf müssen, ist dieser lästige Gehilfe ja schon mal weg. Warum habe ich denn... Ach so, ja, brauche ich überhaupt nicht. Ja, was soll's, ne? So, jetzt ist der Rundenzauber auch vorbei. Dafür haut der jetzt gleich direkt den nächsten dicken Zauber raus. Und ich habe kein Schild drauf gegen ihn. Tja. Boah, Alter. Jetzt muss ich sogar Alter sagen. Ich muss ja immer, ich muss ja noch Gegenschlag machen und alles. Puh. Der Herr setzt mir aber ganz schön zu. Naja, vielleicht hole ich mir gleich auch einen Gehilfen, wenn es mir zu knapp wird. Weil, klar, könnte ich es auch so schaffen. Aber es dauert dann immer alles so lange. Da muss ich das alles schon wieder machen und nochmal machen. Da geht mir wertvolle Aufnahmezeit. Flöten. Ja, ich muss jetzt schon wieder eine Satyr machen. Mist. Ich hatte bei dem letzten Mal knapp 30.000 abgezogen. Das heißt, ich brauche eigentlich mit dem Gegenschlag jetzt gar nicht warten, bis ich wieder volles Rohr aufgeladen bin. Hm. Sonst reicht, wenn das ein paar sind. Ich glaube, 15 pro Pip sind es. Und Super Pip zählt tatsächlich doppelt? Ich weiß es nicht. Was war das denn? Hallo,
mein Freund. Du bist mein Freund. Vulkanschild brauchen wir nicht. Gegenschlag. Ja, brauchen wir auch nicht im Moment. Können wir noch nicht gebrauchen. Dich brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So, das reicht mir jetzt schon als Gegenschlag. Das reicht mir schon. Weil, wie gesagt, es waren eben 30.000. Das war mehr als doppelt so viel. Im Gegensatz zu den Lebenspunkten. Jetzt hat er nochmal minus 15% drauf. Bekommt jetzt aber von mir auch noch zu guter Letzt noch eine Elementarfalle verpasst. Und dann müsste es eigentlich gleich auch wieder reichen. Tja. So, Vulkanschild. Unuseful. Unusable. Feuerklinge. Weiß nicht, ob das ein von meinem Haustier ist. Ich weiß es gerade nicht. Ist auch egal. Muss eh warten, bis ich die Pips zusammen habe. Boah, und der sammelt hier richtig. Was macht er jetzt mit mir? Plus 40. 5, 6, 5. Okay. Das geht noch. So, aber nicht mit mir. Da können wir nämlich als nächstes direkt mal Dette hier machen. Falls er jetzt hier wieder was Böses machen möchte. Ach, warum mache ich das nicht? Ach komm, scheiß drauf, egal. Sorry für meine Ausdrucksweise. Aber es ist spät. Ich bin müde. Und da rückt die Diplomatie, die diplomatische Ausdrucksweise so ein bisschen in den Hintergrund. Katzensteins Monster. Ist auch so ein aufwendig übertrieben aufwendiger Zauber. Diese dummen Todesgegner, die sich immer hier heilen. Ich meine, gut, das ist halt nun mal der Nebeneffekt der meisten Todeszauber. Aber ich zauber mir immer schön fleißig meine Schilder den Schulen entsprechend. Soweit es zumindest geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 19.000, jawohl, hat gereicht. Sehr schön. Das hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Du entdeckst das Jagdhorn und liest es vom Boden auf. Dieses Horn ist ein wahres Prachtstück. Gibt's hier noch was mitzunehmen? Nö, sieht nicht so aus. Gut, haben wir geschafft. Hier gibt es immer schön die... Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Ach, hier kann man gegen seine Mitspieler kämpfen. PvP-Duelle. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja cool hier. Einfach so. Cool. Jetzt müssen wir aber mit Warwick sprechen. Dafür müssen wir hier an diesen Gestalten vorbei. So, gut. Du hast es! Hoffentlich werde ich auch so mutig sein wie du, wenn ich groß bin. Das bezweifle ich. Lässt du das Jagdhorn in der Nähe der Stallungen ertönen, kannst du so den weißen Hirschen zu verstehen geben, dass sie sich im Wald verstecken sollen. Du holst tief Luft und hebst das Horn an deine Lippen. Als die letzte Note der magischen Melodie verklingt, lösen sich die weißen Hirsche buchstäblich in Luft auf. Vor deinem inneren Auge siehst du,
wie die anmutigen Geschöpfe auf einer Waldlichtung nahe Kalibur grasen. Ich habe das Horn bis hierher gehört. Jetzt haben die Ritter der Silberrose gegen die Geweihträger eine faire Chance. Berichte Schwester Constanza, was wir erreicht haben. Hier, berichtet er das. Steht direkt neben dir. Er könnte sagen, hey Schwester. Ach, der muss noch nicht mal so machen. Ich kann sagen, hey Schwester. Hast du gesehen, was der Typ hier krasses gemacht hat? Aber nein, ich muss jetzt zu ihr hingehen und ihr das erzählen. Gut gemacht, Ritter. Und das Tor, das zum Nimue-See führt, wird gut bewacht. Geh in die königliche Bibliothek und hole das Buch der Waffenkunde. Ich muss darin etwas nachlesen. Mhm. Na gut. Dann wollen wir das machen. Aber erst in der nächsten Stunde. In der nächsten Folge, nicht in der nächsten Stunde. So, die Aufnahmesession ist jetzt auch beendet. Ich bin auch jetzt sehr müde. Wir haben jetzt 1.11 Uhr. Boah, viel zu spät. Ich spiele jetzt bestimmt noch was City Skylines. Vielleicht gehe ich auch ins Bett. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es jetzt spät. Ich merke, meine Konzentration lässt jetzt auch nach. Habe jetzt 7 Folgen aufgenommen mit Facecam. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.